Hi und herzlich willkommen zu einem total süßen und ausnahmsweise mal weihnachtlichen Mathe-Rätsel. Ich gebe euch hier drei mathematische Informationen und ich möchte von euch wissen, für welche Zahl Rudolf das Rentier steht. Haltet mal das Video an und probiert mal, ob ihr das alleine ausgetüftelt bekommt. Und falls nicht, keine Sorge, ich löse das Ganze natürlich auch gleich auf und zeige, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe nämlich einfach vorne angefangen, das verrät jetzt aber ein bisschen was, und ich habe gesagt, diese Pinguine, wenn ich die addiere, Pinguin plus Pinguin plus Pinguin, naja, dann kann ich auch direkt sagen, ich habe hier dreimal den Pinguin. Und wenn dreimal der Pinguin 12 ist, dann teile ich durch 3 und bekomme dann einen Pinguin. Und 12 durch 3 ist natürlich 4. Das heißt, den Pinguin konnte ich sofort aus der ersten Information herleiten. Und natürlich kann ich jetzt in der zweiten und dritten Zeile, überall wo der Pinguin ist, auch schon statt dem Pinguin eine 4 hinschreiben. Dann wird das Ganze schon mal ein bisschen einfacher. Und ich sehe in der zweiten Zeile, dass der Pinguin minus dieser kleine 11 und nochmal minus der kleine 11 3 ergibt. Ich könnte also auch zusammenfassen und sagen, die 4 minus 2 mal der kleine 11 ergibt 3 und dann kann ich mir schon denken, was der kleine 11 sein muss. 4 minus 1 ist nämlich 3, also muss 2 mal der kleine 11 1 ergeben und der kleine 11 dementsprechend 0,5 sein. Mathematisch gesehen hätte ich gesagt, ich hole die 4 hier rüber. Dann hätte ich statt der 3 drüben eine minus 1. Und dann hätte ich als nächstes durch minus 2 geteilt. Dann wäre die minus 2 beim 11 auf der linken Seite weg gewesen. Und minus 1 geteilt durch minus 2 ist natürlich 1 halb, also 0,5. Und mit diesem Wissen gehen wir in die letzte Information. Den kleinen Elfen canceln wir, schreiben 0,5 dafür hin. Und jetzt soll man rechnen, 4 geteilt durch 0,5. Das ist vielleicht das Anspruchsvollste an diesem Rätsel. Wie oft passt die 0,5 in die 4 rein? Ach ja, 8 mal. Das heißt, 4 durch 0,5 ist 8. Und 8 plus Rudolf Rentier ist 10. Das heißt, wir wissen, wenn wir die 8 jetzt abziehen, auf die andere Seite holen, dann ist Rudolf Rentier alleine auf der linken Seite und 10 minus 8, das macht 2. Das heißt, wir wissen, unser kleiner Rudolf Rentier, den wir nicht kannten, der hat den Wert 2. Und ihr seht, so kann man Gleichungssysteme aus der Mathematik auch in hübsche Geschichten verpacken. Das gleiche habe ich schon mal gemacht. Da könnt ihr mal reingucken zur Übung mit Obst. Auch eine schöne Sache. Oder wenn ihr es weihnachtlich mögt und das hier viel zu einfach für euch war, dann schaut mal da oben rein. Ein nichtlineares Gleichungssystem mit Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau als Unbekannte. Viel Spaß damit, eine schöne Weihnachtszeit und bis bald!